Ja. Ich hätte ja noch einen Krümel, wa? Muss ich mal abmachen. Weil es ist ja Fernsehen. Und im Fernsehen muss man ja mal. Habe ich das falsch rum an? Das gibt's doch ja nicht. Siehst du? So kommt es manchmal im Leben. Nee, ist richtig. Okay. Ist auch real. Ist ja kein, wie soll ich sagen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ja. Wo man Kostüme anhat. Und selbst da ist er ja mittlerweile auch. Wenn man mal sieht, manche Leute, die da auftreten im Öffentlich-Rechtlichen, so Helge Schneider oder so, was die für Klamotten anhaben, unmöglich. Ja, deswegen, kein Sorial. Ich habe heute hier meine neutrale, schwarze Geschichte an, weil das passt auch gut zum Thema. Ja. Synthesizer, Musik, Drumgeschichten und so weiter. Und natürlich auch Kunst. Ja, deswegen bin ich hier schwarz heute angezogen, weil es geht um die Kunst. Klangkunst in dem Fall. Ich möchte euch herzlich begrüßen hier auf dem Channel, meinem Channel Dr. Spree. Und modulare Klangsynthese und mehr. Heute eine kleine Sache vorher weg, ja, weil ist mir sehr wichtig. Ist nicht mehr lang, 2 Wochen noch. Und dann spielen wir auf der Superboost in Berlin. Ja, die weltgrößte Synthesizer-Messe der Welt. Ja, doppelt gemoppelt, weltgrößte der Welt. Redundanz. Ist auch ein Thema. Redundanz ist auch ein Thema im Modularsystem. Was ihr hier seht, ist Modularsystem, kennt ihr sicher. Die meinen Kanal kennen, sind, wisst nur ihr Bescheid. Ihr seid ihr, ich bin ich. Herzlich willkommen. Direkt rein heute wieder gleich. Bevor es zu sophisticated wird, nämlich weil die nächsten Videos, die ich machen werde, werden sehr wissenschaftlich. Ja, also Forschungsgeschichten. Deswegen mache ich schnell nochmal ein schönes mit Drumloops. Drumloops, ja. Einfach so, um zu kicken. Wenn ich mal jetzt auf einer Party mit Modularsystemen eingeladen werde, um da aufzuspielen zum Tanz, dann möchte ich natürlich, dass es ein bisschen bumst. Ja? Also humpzi, schlappzi. So, jetzt im Hintergrund gerade läuft. Und wie mag ich das schön? Da kann man natürlich, gibt es hunderte Varianten, richtig schöne Sachen. Gibt's alles Mögliche. Ich habe natürlich hier meine Drummodule im Euro-Rack. Zeige gleich nochmal genauer. Denn mit Geduld und Spucke fängt man so manche Mucke. Hat meine Mama immer gesagt. Und das ist ja im Prinzip auch eine große Weisheit. Die meisten Weisheiten, die ich in meinem Leben gehört habe, waren von meiner Mama. Ja, ja. Wer nicht kommt zur rechten Zeit, zum Beispiel, muss essen, was übrig bleibt und so. Oder Morgenstund hat Gold im Mund und all diese wichtigen, wirklich wichtigen Sachen. Wenn du nicht mehr weißt im Leben, wo der Fokus liegen müsste, erinnere dich an deine Kindheit. Ja, da sind all die wichtigen Sachen. Richtig. Rechts vor links und diese ganzen Geschichten. Richtig? Also Straßenverkehr, geh nicht bei Grün, bei Rot, oh, hier war nicht Rot. Ja, egal. Und später dann, ist man vielleicht selber in der Bredouille, dass man anderen erklären soll, wie es geht. Und das ist ja Teil dieser Community auch hier. Da macht man immer diese Tutorials. Ich nenne ja die Hälfte meiner Videos oder so Tutorials, weil ich ja was zeige. Das heißt aber nicht, also weil es dann kein besseres Wort ist. Es ist halt so ein Wort, was sich etabliert hat im Internet, Tutorial. Was ich heute mache, ist auch ein Tutorial, eigentlich eine Lehrstunde. Ja? Das heißt aber nicht, dass alles so eins zu eins immer umzusetzen ist. Jeder soll nämlich machen, was er will. Das ist der Punkt. Ja, wenn ich sage, hier musst du jetzt reinstecken, hier den Kabel, weil dafür ist es da, ein Pitch, da musst du ein Pitch, da kommt Volt per Octave rein. Scheißegal, du kannst ja machen, was du willst. Du kannst alles da reinstecken. Kannst auch theoretisch auch Zahnstocher oder irgendwelche Ohrenstöpsel da reinstecken. Ist egal. Die Module machen sehr viel mit. Und manchmal passiert genau dann, wenn man was nicht genau weiß, die geilen Sachen. Und das mache ich einfach. Ich zeige euch einfach, was ich so mache. Ja? Und dabei kann man was lernen, weil ich ja selber immer auch was dabei lerne. Manchmal sind die Sachen aber auch vielleicht nicht so 1000%ig korrekt. Ja, könnte sein, dass man manchmal irgendwas anders machen müsste oder anders machen könnte oder einfacher. Wenn das mal der Fall sein sollte, also ich gebe mir ja Mühe, sehr gut recherchiert zu haben und so, aber ich bin ja auch nicht allwissend. Also nah dran, ja, zur Perfektion, ist schon nah dran, würde ich mal sagen. Aber vielleicht war das jetzt auch ein Witz. Manchmal kommt man in so einen Witzelei rein, wenn man hier mit Publikum spricht oder zum Publikum, dann man irgendwann rumflaxt. Dahinter steckt meistens so eine gewisse Unsicherheit. Ja, weil er ist ja auch nicht so einfach. Man kann ja nicht immer so, wow, ich bin der geile die Rampensau oder so. Ist ja nicht so. Ne? Und dann kommt man ins Labern und dann labert man und labert man. Und es geht ja nicht darum. Es geht ja im Prinzip worum geht's? Wenn ihr das wisst, worum es geht, schreibt mir das in die Kommentare
Und wenn ihr seht, könnte man auch anders machen oder irgendwas anders machen, dann schreibt mir das auch in die Kommentare. Finde ich super. Ja. Oder lasst es einfach. Ist vollkommen egal. Ich mache jetzt trotzdem mein Ding. Ich ziehe einfach durch. Könnt ihr mir zubiegen. Und wenn euch das gefällt und ihr den Kanal abonnieren wollt, dann müsst ihr eigentlich auch nicht machen. Ihr könnt ja einfach immer mal wieder kicken, was hat denn der Dr. Spree wieder gemacht. Ne? Das ist jetzt so dieser, ist bei mir, ist das egal, scheiße drauf. Ich finde es also super klar, so Community ist gut, man will sein Zeug ja verbreitern. Warte, ich mache das alles einfach nur für euch. Ich mache das ja auch und für mich, also aus Liebe. Wirklich, ist der Fall. Klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, ist aber ganz pragmatisch. Ist nicht, kein Pathos. Also Menschenliebe. Ja? Ist keine erotische Liebe, sondern Agape. Ja? Also nicht Eros, sondern Agape, die Menschenliebe. Einfach nur, um zu zeigen, guck mal hier, so geht das. Könntest du mal machen. Und dann machen die anderen das auch so und dann haben sie wieder was gelernt. So habe ich ja viele Sachen auch hier. Ich mache das einfach so, weil ich das selber gut finde. Und dann supporten wir das so, die ganzen Sachen. Ich mache nur, was ich gut finde. Okay? Alles andere würde auch nicht gut sein. Okay, jetzt habe ich richtig lange wieder gelabert. Weiß nicht warum. Macht mir Spaß. Ich laber gerne. Und wenn ihr bis dahin noch dran geblieben seid, ist natürlich entgegen aller Regeln. Ja? Im Internet wird einem ja gesagt, wenn du solche Tutorials machst und so oder irgendwie willst, dass dein Video auch lange gekickt wird, dann musst du schnell rankommen, zack, zack, muss gut gegliedert sein und bam, bam, bam. Ist mir eigentlich egal. Ja. Ich mache das so aus dem Bauch raus. Und ihr werdet sehen, es kommen hier noch richtig geile Sachen. Ja, wenn ihr es schafft, so lange jetzt noch dran zu bleiben, wirst du sehen, gleich jetzt richtig ab. Ich gehe jetzt gleich rein hier. Heute geht es nämlich um Disco. Wir wollen Disco machen. Ja, mit dem Modularsystem. Wie geht das? So, dass es auch spannend und interessant wird. Das ist nämlich das Geile, weil Modularsystem kann man alles modulieren. Deswegen heißt es ja Modularsystem. Nee, weil es Module sind. Sehr geil. Module, die man modulieren kann. Und diese Modulationen, die sind dann das, was die ganze Sache nämlich sozusagen interessant macht. Gerade beim Tanzen und so, da will man, dass mal was drin kommt, dann wieder rausgeht und dann muss es bummen und so weiter. Man kann das alles sehr schön unter Kontrolle haben mit den ganzen Knöpfen. Man kann aber alles auch schön steuern mit Control-Voltages, ja, also mit Steuerspannungen. Und wie ich das hier so mache, zeige ich euch jetzt mal. Und zwar geht es besonders um den Ramble, das ist ein Sampler auf vier Spuren, ein Vierspur-Sampler. Ja, also ein Abspielgerät von Material, was man vorher da reingespielt hat. Oder, ja, genau. Und dann natürlich mein O-Control, der den Ramble kontrolliert und ein bisschen Module, was den Ramble auch kommt. Und natürlich noch, ganz wichtig, der Defarm, Drummer from Another Mother. Denn es geht ja um klubbige Geschichten, wie man danach tanzen kann und so. Also es geht ja auch ums Tanzen. Wa? So, alles klar. Das war jetzt lange Rede, kurzes Vorspiel. Und jetzt gehen wir rein. So, das ist das, was ihr gerade schon im Hintergrund hier als Hintergrundmusik immer gehört habt. Ja. Und das wabert so ein bisschen hin und her. Das werde ich jetzt aber mal ändern, dass das nicht mehr wabert. Und zwar sieht man ja hier schon, wie da die Stages ständig verändert werden. Immer auf 1, immer nach einem Tag. 2, 3, 4, 1, 2, geht ein anderer Stage an. Und das werde ich jetzt mal ausmachen. Das ist nämlich an meinem Sequencer dran und der kriegt immer auf 1 einen Trigger, den Weg. Und der geht hier rein in die Clock. Sieht man ja auch immer. 1, da. Die mache ich jetzt mal aus. Jetzt bleibt er auf einem Stage immer stehen. Ja. Machen wir mal den ersten hier. So. Okay. So fange ich an. Ich mach mal alle. So. Das spielt jetzt erstmal noch keine Rolle groß hier. Weil da kommt nämlich noch was gerade. Der erste. Super geil. Okay. So. Wie ihr seht, habe ich hier einen Sampler und in diesem Sampler sind, wenn man so will, nee, nicht wenn man so will, sondern de facto sind kleine Drumloops drin. Ja? Die habe ich da reingespielt. Ihr hört jetzt gerade den Drumloop, der hier auf Kanal 1 spielt. Ja, die kann man alle gleichzeitig antriggern, weil ich hier mache. Trigger in, kommt von meinem Keystep Pro. Kriegen die jedes Mal auf 1 einen Trigger, die Loops. Die spielen dann genau einen Takt oder zwei Takte, je nachdem. Die sind, glaube ich, zwei Takte lang. Ihr baut euch also kleine Loops. So könnte man es machen, wenn man so eine Party machen will. Ja, dann braucht man schöne, was auch immer, die bastelt ihr euch schön in euer DAW oder auch im Modularsystem. Scheißegal, auf jeden Fall rhythmisches Material. Füttert damit den Sampler.
Ich habe jetzt hier 4 Loops, die gleichzeitig getimed sind. Und die werden immer auf der 1 getriggert und laufen jetzt alle gleichzeitig ab. Man hört aber nur den einen. Die kriegen jetzt hier über CV in, kriegt der jetzt eine Steuerspannung. CV. Ja, Kanal 1. Alle zusammen gehen hier raus beim Rample, haben wir einen Mix-Out. Alle 4 Kanäle werden auf diesen Ausgang gewickelt. Man kann aber auch einzeln raus. Ja, ich gehe aber jetzt zusammen raus, gehe nochmal in den DJ-Filter rein, hier beim Disting. Warte. Lowpass. Highpass. Resonanz. So, um damit zu spielen nachher. Weil das ist immer eine schöne Sache. Wenn man jetzt eine Disco macht, ja. Also ein Live-Set im Techno-Club zum Beispiel, ja. Oder im House-Club. Oder im, ja, im Darkroom. Ist egal. Da, wo ihr das macht, da macht ihr das. Und da könnt ihr hier immer schön filtern. Und dann kommt die Bassdrum wieder drin. So, ich habe natürlich noch eine extra Bassdrum aus dem Modularsystem, komme ich aber später zu. Jetzt hört ihr den ersten Loop. Und den CV-In habe ich über mein Triplet. Dort kann ich den steuern. Filtern, ja. Und der kriegt das von mir in LFO. So. Was macht der LFO? Der LFO macht immer auf und zu. Ist schon drin hier, muss ich nur noch anmachen. Ist mein Octasource. Und jetzt hört ihr, wie er mal hin und her wandert. Nichts passiert. Der läuft immer weiter, der Loop. Wird immer auf 1 getriggert. Die anderen Loops laufen auch. Man hört sie aber nicht. Warum nicht? Weil sie so hoch gefiltert sind, ja, dass man nichts hört. Und diese Filter von den anderen Loops liegen hier. Kanal 1 vom O-Control geht in CV1, in CV2, also in den zweiten Loop. Kanal 2 geht in den dritten Loop. Kanal 3 in den vierten Loop. So. Und hier haben wir ja die Stages. Ja, das wäre Kanal 1. Wenn ich die mal runterziehe, pass auf, was dann passiert. So, ich mach mal den anderen erstmal aus. So, jetzt kommt der zweite hier, pass auf. Loop. Filter, Filter, Filter. Ah, da ist er. Hier käme jetzt der dritte. Und man kann die CV hier, kann man assignen. Also ich könnte, jetzt habe ich ihm natürlich gesagt, der CV-Input soll das und das machen. In dem Fall soll er den Filter beeinflussen. Ich kann ihn aber auch woanders hin assignen. Ich kann ihn woanders hin schicken. Ich kann sagen, der CV-Input soll den Pitch verändern. Also in dem Fall bei einem Loop wäre es dann die Geschwindigkeit. Ja, wenn man keinen Loop hätte, sondern einen Sound, wäre es die Tonhöhe. Könnte man machen. Man kann alles Mögliche damit belegen, sozusagen. Man kann assignen. In dem Fall sind alle auf die Filter assigned. Pass auf. Der vierte jetzt. Also 4 Loops habe ich. Der eine geht so. Einer geht so. Einer geht so. Habe ich vorbereitet. Und so habe ich im Prinzip eigentlich wie 4 Schallplatten, die gleichzeitig ablaufen. Und jetzt kommt der Trick. Der Clou von Sianze. Hier oben habe ich noch den ersten. Und der kriegt jetzt ein LFO, der geht automatisch immer auf und zu. Dadurch kommt schon mal eine Bewegung rein. So. Schön bewegt er sich. Und hier habe ich jetzt auf dem Stage alle weggefiltert, deswegen hört man da nichts. Ich mache mal den ersten aber rein. So, auf einem anderen Stage kann ich natürlich andere Werte nehmen. Zum Beispiel den. Hier haben wir den. Hier haben wir den. Ne? Und hier seht ihr, die Regler sind verschoben. Hier haben wir wieder andere Werte. Anderes klingt immer irgendwie anders, obwohl es immer dieselben Loops sind. Natürlich, weil die hier alle weg. Hier sind jetzt alle in Mittelstellung. Jetzt wird der untere hier tief gefiltert. Wieder anders. So. Und das Clou von Sianze ist,
dass ich jetzt hier den O-Control triggern kann. Also ich kann natürlich hier händisch mit meinem Fingerchen hier immer rhythmisch. Oder ich lasse einen Sequencer das machen. Was natürlich zur Folge hat, dass es schön wabert. Und so, das macht jetzt mein Sequencer. Der kriegt jetzt von mir Steps. Steppy. Jeder Takt kriegt jetzt einen neuen. Zack, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Da kann ich auch nur jeden halben Takt. 1, zack, 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 zack. Und der erste Loop wabert schön. So. Super, oder? Total geil. Jetzt auf jedem Schlag. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Jetzt kann ich hier bei meinem Filter noch, beim DJ-Filter, ein bisschen rumtweaken. Ja. Oder ganz runter. Okay, jetzt kommt der Defam. Ich will nämlich noch ein bisschen mehr. Ich will ja nicht nur die Loops abspielen. Das ist ja schon geil. Da ist schon die ganze Bewegung drin. Einfach nur Loops, nur so abgespielt, keine Bewegung. Aber jetzt Bewegung. Ja? So. So, ich habe meinen Sequencer wieder ausgemacht und mach mal hier ersten Stage. Jetzt kommt der Defam dazu, pass auf. Der hat natürlich... Der hat natürlich hier zwei VCOs, und aber eben auch Hi-Hats, also Noise, zum Beispiel. Oh, schön, bewegt sich gut. Auf dem Pult habe ich jetzt noch ein Delay dazu, pass auf. Und jetzt drehe ich meinen Loop wieder rein. Und jetzt den VCO noch an. Ein bisschen tweaken, ja, zum Spaß. Den zweiten VCO. Bisschen Resonanz. Und den filter ich jetzt hier nochmal am Polaris. So, und jetzt habe ich natürlich noch eine extra Bassdrum für den Fall der Fälle. Wenn mir die ganzen Loops nicht mehr gefallen oder mir das langweilig vorkommt, haue ich da einfach eine Bassdrum rein. Und die habe ich programmiert. Ja, die kriegen immer Gates von meinem Keystep. Die haue ich jetzt mal rein. Das ist die Hexinverter. Da ist er. Und eine Snare natürlich auch. Ja, die ist daneben. 2 HP. Kleine Snare. Schön programmiert. So. Die kann man jetzt natürlich auch pitchen, die Snares und bis ich was alles. Pass mal auf. Zum Beispiel. Okay. Das war's schon. Also jetzt kommen hier mal wieder ein paar Loops drin und das war eine kleine Jam-Session. Viel Spaß. We'll be right back.
Oh, ich glaube, das reicht. Ich habe jetzt ein bisschen präsentiert hier, das Zeug. Das reicht auf jeden Fall. Ne? Es kommt noch eine Abmoderation. Muss sein. Macht man so. Habe ich direkt an die Anmoderation hinten ran hier gesprochen. Ja, kann ich euch mal verraten. Behind the scenes. So habe ich das gemacht. Habe ja nicht erst mein Zeug gemacht und danach die Abmoderation. Dann habt ihr die vorgezogen. Das ist das Geile. Man kann in der Zeit hin und her switchen. Ja? Und das geht natürlich auch mit der modularen Klangsynthese. In der Zeit hin und her zu switchen. Und wie das geht, präsentieren wir euch mal auf der Superboost, wenn ihr da kommen wollt. Oder ihr könnt einfach mal fragen, ja, im Internet uns anfragen, ob wir was erzählen wollen, und dann kommen wir vorbei und erzählen euch das. Frag Movi, ob er da Bock drauf hat. Ich finde es super, so machen wir das. Okay? Aber jetzt erstmal danke, dass ihr zugekickt habt so schön lange, und falls ihr noch nicht gemacht habt, könnt ihr den Kanal sehr gerne abonnieren. Da freuen wir uns sehr drüber, weil ist ja auch der Applaus, ist ja das Brot des Künstlers. Ja. Aber wenn nicht, dann nicht, ist mir real. Okay? Get out of here, würde man salopp sagen, wenn man nicht ich wäre. Ich sage Dankeschön, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Dr. Spree.